gate must be secure. Okay, wir fangen schon wieder an. Wir haben Oriana auf der Hand, das gefällt mir relativ gut. Wir haben eine Larve, wir haben einen Drowner zum Bewegen, vielleicht potenziell für eine Impfge. Ich kann einmal Gift reinigen mit der Endrianenkriegerin, aber ja, ich denke mir, ich lege mal Plumat ab. Ich will nur eine Giftreinigung, das ist eine weitere Möglichkeit, Gift zu reinigen. Ist auch gerade gegen seinen Verteidiger relativ effektiv. Also lege ich die auch noch ab und ziehe einen Parasiten. Okay. Ja, es kann passieren. Das sind so die Fehler, die passieren mir auch noch manchmal ab und an vielleicht. Aber es ist immer gut, wenn es dem Gegner passiert. Aber was hat er für Gegner aus dem Deck? Wahrscheinlich eine Triss hat er aus dem Deck rausgepackt oder eine Winston spielt dafür noch einen Gegner. Moin, eleganter Ikima. Illoyale Einheiten sind Spione. Also Karten, die unten hier dieses Auge haben. Wenn sie hier unten ein Auge haben, ein Statuseffekt, sind es illoyale Einheiten. Das müssen nicht unbedingt Spione sein. Du kannst dir die Karte auch irgendwie klauen durch, ja, alles Mögliche. Okay, ich denke mal an, nächste Runde möchte er sich das Schiff rausholen. Schadenfreude ist die schönste Freude. Vor allem, wenn sie dann halt noch so ein Giftdeck spielen gegen Monster. Du mit Monstern spielst und dann verkacken sie halt. Das ist die schönste Freude. 2 Punkte Gigni. Ist halt echt. Okay, benutzt jetzt schon den Fistich. Um die Bruxa. Brauche ich meinen Ertrunkenen? Ja, er könnte höchstens eine Imke haben, ne? Aber ich denke mal, ich werde ihn jetzt ausspielen. Wenn er eine Imke hat, kann ich die Imke auch noch anderweitig wegräumen. Mit einem Parasiten. Das Problem ist, ich habe jetzt auch wieder nur Goldkarten auf der Hand. Das heißt, der Push wird jetzt ziemlich strong. Okay, wir haben nicht die stärkste Einheit auf dem Feld. Das heißt, entweder ich räume die gar nicht weg oder ja, gar nicht. Aber der eine verwegene Verführer ist schon raus. Die verwegene Verführer ist jetzt nicht unbedingt das Kritischste. Maral. A dagger. Where is the challenge? Okay, ich könnte die zwar wegreinigen, aber dann könnte er noch eine weitere Giftkarte ausspielen, aber ich mache das trotzdem mal. Be not afraid. This will only hurt. Weil ich krieg dadurch noch das Gedeihen. Und selbst wenn er jetzt Goliath. Was ist das Stärkste in seinem Deck, was er sich rausholt, wenn er einen Goliath kaputt macht? Was ist das Stärkste, was Syndikat spielt? Das ist doch diese 5er Provisions. Die 5er Punkte-Einheit da. Oder holt er sich den Mutantenhund raus? One cannot shut the mouth of learning. Okay, er holt sich einen Kalkstein raus. Hat aber auch dafür größtenteils schon Gift geopfert. Das ist gar nicht mal so verkehrt. So. Die Sache ist, wir haben noch nicht mal die Dominanz. Und das Problem ist halt, wenn ich jetzt halt die verwegene Verführerin dominieren wollen würde. Würde das halt nicht mal wirklich klappen. Muss die wegparasiten. Ich kann keine Blutung draufsetzen, weil ansonsten reinigt der Kalkstein sie weg. Und wenn ich Dominanz habe, dann wird die mir am meisten im Weg stehen. Okay, noch eine weitere Giftkarte. Ist klar, aber ist auch nicht das Schlimme. Die einzige Karte, die ich zum Bluten bringen kann, dass er es nicht reinigen kann. Es gab, glaube ich, nie eine Zeit, wo Nilfgaard ist immer so. Nilfgaard ist die Fraktion, die nervig sein soll. Das ist ihr Thema. Also gab es nie irgendwie eine Zeit, wo sie mal nicht nervig war, weil Nilfgaard muss nervig sein.
Matahuri ist schon mal schön. Noch eine Larve ist schön. Plumat brauche ich nicht. Ich meine, Heatwave, das heißt, ich ziehe jetzt auf jeden Fall auch noch meinen Jigen raus. Das Einzige, was ich noch haben würde, ganz gerne, ist der Bombenträger. Ich könnte auch den fürstlichen Erlass natürlich rausziehen mit Matahuri, das ist immer noch eine Option. Eine verwegene Verführung. Oh, looks like some light reading. Ich glaube sogar, wenn er den Verteidiger ausspielt, passe ich. Naja, auch Enthüllung war nervig, Not, weil es war sehr unangenehm, gegen Enthüllung zu spielen. Weil Enthüllung war halt einfach so komplett random. Und das war eigentlich das, was man in Gwent nie haben wollte, dass so viel RNG entsteht. Okay, da ist Azar Javed, das heißt, für mich kommt jetzt der Pass. Soon you shall transform and receive the gift of life. Oder ich benutze meinen Proto-Flatterer und hau das Ding hier weg. Der bufft sich zwar nur auf einen Punkt hoch, aber ist mir egal. Wenn man organisch gegen organische spielt, geht man auf den Kartenvorteil in die lange Runde. Schwer zu sagen. Kommt drauf an, was er in der ersten Runde rausgespielt hat und was du in der ersten Runde rausgespielt hast. Do not make me beg. Okay, wir ziehen den fürstlichen Erlass. Der fürstliche Erlass ist relativ toll für einen Bombenträger. Oder für Oswald in der nächsten Runde. Oder den Katakan noch in der Runde. Ach, kurz nach dem Reveal, ja. Da war Nilfgaard aber auch sehr schlecht, ne? Da hat man Nilfgaard wirklich sehr, sehr, sehr selten gesehen. Ich meine, er müsste jetzt 11 Punkte aufholen, aber Orianna kriegt er mir mit einem Hieb halt weg. Aber er müsste jetzt 11 Punkte aufholen, aber 11 Punkte, wir liegen auch noch... Okay, er kann mir halt eine 6er vergiften. Hund sind aber auch nur 10 Punkte dann. Fürstlich-Schmuggler werden auch nur 10 Punkte dann. Ich kann jetzt halt immer noch mit dem Fürstlichen überlegen, das rauszuholen wie einen Katakan oder so, aber ich krieg den halt nicht mehr gedeiht. Eine andere Überlegung wäre jetzt, 2 Blutung zu setzen oder eine und Orianna zu spielen. Aber Orianna kriegt da halt die Münzen zusammen. Vielen Dank, It's Hunter, für den Twitch-Follow. Ich habe halt gerade echt keine guten Angriffsziele, ne? Okay, ich passe mal. Wenn ich passe, muss er noch eine gute Karte ausspielen, weil nur ein Gift reicht nicht aus. Wobei er hat die Münzen noch, ne? Aber er hat schon beide Hunde raus, oder? Ja, beide Hunde raus. Okay, dann hat er noch die Trafficker. Und er muss noch Münzen ausgeben. Den Bossoli. Und ans Szenario komme ich ran, weil er den Verteidiger nicht mehr hat. Ich bin neu in Gwent. Was würdest du mir empfehlen, meine Ressourcen sinnvoll auszugeben? Also welche Fässer kaufen, welche Pfade im Belohnungsbuch? Wir haben... Also die Pfade im Belohnungsbuch würde ich dir empfehlen. Ich behalte mal eine wegen Gift noch da. Kleinen Moment. Ja, Bombenträger, Katakan. Also ich hätte eigentlich ganz gerne... Brauche ich den Verschieber eigentlich nicht? Katakan oder Bombenträger? Jigge. Okay. Ich würde dir empfehlen, die Ressourcen, wir haben auch eine Anfängerreihe, wir haben einen YouTube-Kanal, da haben wir so eine Anfängerreihe gemacht, wie man am besten am Anfang so klarkommt. Da gibt es eine Menge Tipps, nehme ich mal an, für dich. Da kannst du ganz gerne vorbeigucken. Watch your heads. Und am besten halt in den Fraktionsbäumen erstmal die Punkte ausgeben. I'll consider this my tip. Und dann, ja. Das Gute ist halt, an Syndikat können die noch irgendwie mehr Schaden machen. Also ich meine, er hat Vossoli raus. Mehr Form von Angriff haben sie nicht. Das heißt, entweder die Anführerfähigkeit kommt jetzt dafür raus. Oder halt für Orianna.
Aber wenn er das macht, dann kann ich einfach, aber dann kann ich auch kein Gift reinigen mehr, ne? Okay, machen wir's so. Spielen Orianna hinten aus. Das ist wahrscheinlich das Ziel, was er mit der Anführerfähigkeit weghauen wird. Aber es ist egal. Ich hätte vielleicht zum Bleeden die Anführerfähigkeit schon benutzen können in der zweiten Runde. Dann hätte er es halt nicht so schnell mit dem Vostodi geschafft. Okay, Hammond. Put him in chains. He's a keeper. Ich meine, damit würde ich halt Jigen safen. Er hat allerdings zwei Hunde. Er wird kein Gift mehr haben. Da wird kein Gift mehr vorhanden sein. Mehrere Schakal wird mein Hitzewellen ziehen. If the ring won't come off, just take the whole finger. Okay, was ist deine letzte Karte? Das Schlimmste, was jetzt kommen könnte, wäre ein Hirden. Aber wenn ich jetzt noch einen Hirden sehe, dann beiße ich ins Gras, wenn die jetzt noch Hirden spielen würden. Er holt sich 4 Münzen. Das ist gut, dass er den Meeresschakal bufft, weil das ist unser Ziel für die Hitzewelle. Mehr Punkte bitte in den Meeresschakal. Okay, es ist der Tim Boy. You scratch my back and I won't flay yours. Okay. Ja, er hätte tatsächlich mit der Anführerfähigkeit den Jigen weghauen sollen, wenn er Orianna verschieben kann. Das hätte er wirklich machen sollen. The gate. Must be secure. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mein Leben hasse? Diese gottverdammten Nilfgaarder mit ihrem Gift. Okay, wir legen Blumard ab. Fürstlichen haben wir schon mal, was relativ toll ist. Konsumierer, um Gift zu reinigen. Verschieber ist nicht wirklich verkehrt. Wir haben einen Bombenträger, aber Maskenball wird nicht in der ersten Runde kommen. Ansonsten hätten wir gerade ein richtig nettes Gedeihenpaket. Ich glaube, ich lege den. Ich glaube, ich lege eine Bruxa tatsächlich ab. Und ich lege den Donner ab. Okay, wir kriegen eine Doppellarve. Ich werde mehr so Just for Fun spielen. Also, wie gesagt, ich werde jetzt nicht Harmonie, Single, Maskenball und, weiß nicht, nördliche Raidea oder so bringen. Also, ich gucke da schon nach ein paar ausgefalleneren Decklisten. Aber das ist gerade so das Problem, was ich habe. Weil ich will die Decklist natürlich auch ein bisschen ausprobieren. Und das kann halt im Prinzip das Problem sein. Okay. Ich würde sagen, wir holen uns unseren Jäger. Und wir drehen den Lampengeist um. Der nächste Armbrustschütze wird natürlich eine unserer Larven entfernen. Das ist aber nicht das große Problem. Es gibt im Discord ganz unten, also im Partner-Discord ganz unten so eine Turnierspalte und da ist alles dabei. Da sind die Regeln nochmal aufgeführt, Pat. Da sind Decklisten und da gibt es eine Unterart für Streamer halt nochmal, ne? On two legs or four, I never miss. Even at full gallop. Okay. Und da einfach die Decklisten reinposten. Am besten noch den Ingame-Name. Mit dem Ingame-Namen weiß ich noch nicht, ob man den alles so mitnehmen kann, aber wir machen das Beste draus. Ja! Ja! Okay, die Vision wird weggenommen. Das Problem ist, ich brauche meine Hitzewelle und ich brauche meinen Bombenträger, um gegen das Szenario anzukommen.
Und die durstige Dame, die da rauskommt, werde ich nicht wirklich gut wegnehmen können. Aber ich werde sowieso nächste Runde versuchen zu pushen. What is it now? Das heißt, ich kann jetzt auch schon mal die Trigger ausspielen. Ich kann zumindest einer Karte die Rüstung wegnehmen. Ich meine, es ist noch das Maral. Okay. Itchy feet. My reason to travel, I mean. Ja, Maral werde ich jetzt nicht aufhalten können, wirklich. Ich meine, ich kann zwar konsumieren, aber dann vergiftet er mir trotzdem den Jigen. Also muss ich da jetzt einfach mal sagen, er kann mir die Karte wegnehmen. Weil das Potenzial, dass er eine zweite Giftkarte auf der Hand hat, ist mir noch zu hoch. Hätte ich noch ein Kiki-Deck. Ich habe nur noch die alten Kiki-Decks, aber ich glaube, bei Kiki hat sich nicht so viel geändert. Also du kannst Kiki in mehreren Varianten spielen. Das ist halt die Frage, was dir am liebsten ist. Es gibt auf dem Kanal immer noch ein paar Kiki-Varianten. Es gibt, du könntest mit Szenario spielen, du könntest mit Kiki erneuern spielen. Es gibt da mehrere Kiki-Varianten, die du spielen könntest. Was du letztendlich spielst, ist dir dann überlassen. Ich habe jetzt leider auch schon in der ersten Runde meinen Fürstlichen für Orianna nicht mehr, oder weil ich ihn für Jäger benutzt habe. Er spielt sogar mit einem Gigni. Let's get this over with. Aber das kann er nicht machen, weil er Maral benutzt hat. GG! Oh, Nilfgaard. Als wenn man den Menschen mit einer Kartoffel manchmal züchten würde. Okay. Let's get this over with. Es ist so. Okay. Er hat aufgegeben. Oh, ich bin so gemein, aber es ist einfach nur so gut. Jetzt ist die große Frage der Fragen: Haben wir einen Baron in diesem Deck drinne? Aber müssten wir eigentlich, weil Baron ist in jedem Deck drinne. Ja. Ansonsten haben wir immer noch Philippa und Falibor. Hey Baynok. Die erste Runde mit der Hand irgendwie zu gewinnen, wird wahrscheinlich sehr, sehr knifflig. Das ist eine sehr, sehr bescheidene Hand, wenn ich das so ausdrücken kann. Eine sehr bescheidene Hand. Büßer. You can't hide from my judgment. Okay. Könnte mich aber auch in der zweiten Runde pushen. Ich meine, es kann immer noch das Rattensmorm-Deck sein. Das ist eine Möglichkeit. Dann mach lieber noch drei Runden. Nein, wie gesagt, ich muss auch noch ganz kurz noch was machen. Ich muss die Folgen noch wieder von morgen machen. Also, viel länger werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Außerdem wollte ich vielleicht noch mal einkaufen gehen, dass ich das jetzt, dass ich keinen Stream in der Woche noch ausfallen lasse. Da. Karen hier direkt? What? Aber er, ne, er boostet den Hund nicht. Okay. Karen hier direkt, das ist auch interessant. Und
Das heißt aber auch, dass er irgendwie die erste Runde gewinnen will, ne? Schleim nehmen. Beast! Das Beast ist ein Hund. Das sieht man. Das ist ein wunderschöner. Das ist. Könnte. Weiß nicht. Mischung aus Pitbull und Lava sein. Wäre eine gängige Kombinationsmöglichkeit. Okay. Smile, you blooded. Der Hund mit schlechten Atem. Ich will eigentlich Last Say haben, aber ich weiß nicht, ob wir mit dieser Hand die erste Runde gewinnen. Ich meine, wir haben jetzt auch bis noch keine Goldkarte investiert. Ne, er hat schon zwei, eine 7er und 8er Provisionsgoldkarte investiert. Das ist halt der Knackpunkt. Schleimling hätten wir wegblitzen können, aber ich denke mal, mit dem Schleimling will er eine Büße auslösen. Das heißt, da wird wahrscheinlich ein Pugo-Bumsbrecher rauskommen, weil er das Biest auf der Hand hat. Oder er hat gar nichts, oder beide auf der Hand, ein Kaiser-Manticore. Und will den einfach nur hochgedeihen lassen. Oh, the chapel spews heat like the sun. Wir haben auch leider unseren Wiesegärt nicht, ne? Da ist nochmal das Biest. Ich meine, ich kann raufhämmern und kann eine Philippa ausspielen. Ich denke auch sogar, dass ich das ganz gerne machen wollen würde. Aber ist die Frage, ob das nicht ein bisschen viel ist. Ich meine, Philippa ist eine super Karte, aber... Er will halt die erste Runde... Ich will die erste Runde halt auch gewinnen. Ich habe die Witcher-Teile gespielt. Zwei gibt es, glaube ich, immer noch auf dem YouTube-Kanal. Drei haben wir mal angefangen auf YouTube, aber es hat dann viel zu lange gedauert. Das muss man mal im Stream spielen. Und eins habe ich auch gespielt. Aber eins ist halt schon so uralt. Das ist halt eigentlich ein Klassiker schon. Na? Also wenn Geralds Gesicht rechteckig ist, dann weißt du schon, Witcher 1 ist uralt. Ich hoffe, die machen da mal irgendwie einen Remake oder so, aber die wollen jetzt an Witcher 4 arbeiten. Keep calm, Tiberius. Okay. Ich sehe, was er plant. Können wir uns den irgendwie holen? Kriegen wir was Stärkeres als der 12er? Eigentlich nicht, ne? Aber ich kann ihn trotzdem einholen, weil Reynard bringt uns jetzt, wenn wir ihn ausspielen, 8 Punkte. Wir würden aber auch unseren Reynard verlieren. Das war ein sehr interessantes Deck, was er da versucht. Rainer bringt uns 8 Punkte, damit werden wir halt dann, müssen wir noch 7 Punkte ausspielen. Und eine Königswache, Sheila würde 6, 7 machen, das hört nicht ganz ausreichend. Ich heb mir lieber den Rainer auf. Gehen wir in die erste Runde. So à la Final Fantasy, genauso Not, genauso. Aber manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so toll, Klassiker zum Remaken. Okay, wir ziehen den Fürstlichen. Das heißt, wir haben zumindest unseren blutigen Baron. Falibor hätte ich ganz gerne noch. Adalia mit Wiesgärt. Also ich hätte Falibor, Wiesgärt, Adalia, Wolmir und blutiger Baron. Also es gibt noch 5 Karten im Deck, die ich haben will eigentlich. Aber ich denke mal, er wird uns jetzt halt auch versuchen zu pushen. Amtischoy. Final Fantasy 7. Also wir haben gerade von Witcher geredet, dann habe ich gesagt, sie könnten mal Witcher 1 remaken und dann kam die Rede von Final Fantasy.
Okay. An dem komme ich sowieso nicht vorbei. Und ich bin mal gespannt, was er dahinter beschützen will. Not without good reason. They call him the Stern. Ich meine, wir haben immer noch einen Zerfetzen. Ach du Heiliger. Ach du Heilige, das wird lustig. Das wird einfach nur lustig. Ja. Oh, diese Verteidiger gehen mir so auf die Nerven bei den Nördlichen. Alles, was kein Purify spielt. Du kommst halt an den Dingern nicht vorbei, wenn die mal liegen und du hast den Purify nicht. Ja, Warcraft 3 mit dem Remake war echt ein Desaster. Einfach, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, von der Grafik her sah es hier ganz toll aus, aber dass sie das Ganze nicht mehr überarbeiten, dass du bessere Hotkeys oder dir eigene Hotkeys machen kannst oder sonstiges, das ist alles, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. I sense strong magic. Ah, ich komme nicht mal an Giles ran, dass ich den richtig wegkriege, ne? Er spielt aber zumindest keine Zauber. Deadler Fire Vampire, der wird sich nicht auslösen. Das heißt, ich muss keinen zerfetzen oder so fürchten. Ich muss halt am Verteidiger vorbeikommen, das mit schierer Gewalt. Und das ist, ja. Wie viel Schaden mache ich? 2, 4, das sind 6 Schaden. Dann hat er immer noch irgendwie 3 Leben. Dann müsste ich mir noch eine weitere Karo-Balliste mit der Anführerfähigkeit aus dem Deck zaubern, dass das funktioniert. No interest in politics. Oder nächste Runde spiele ich einfach einen Falliboss, aber dann komme ich nicht mehr an meinen blutigen Baron ran. Mit Fallibor könnte ich aber nächste Runde auch den Giel weghauen. Falls er wirklich noch Ratten spielt. Der Verteidiger. Vielleicht sollte man wirklich noch den Weidler hier überlegen. Nördlich haben echt so diesen Offensiv-Purify, der fehlt. Und wenn du Anzeis nicht spielst, mit dem Instant-Duell kommst du auch am Verteidiger nicht vorbei. I'd be best and last. Das ist sogar noch ein Harpchen. Okay, ich muss meinen Anführer nicht raushauen. Ich kann mir jetzt einfach eine Karte, die ich will, raushauen. Ich muss nur 9 Punkte machen. 9 Punkte würde der Wiesgeld eigentlich hinkriegen, ne? Wiesgeld kommt mit wie viel Aufladung? 1, 2, 3. Kriegt selber 6, 4. Ne, er kommt mit 4 Aufladungen, kommt mit 6 Punkten. Das heißt, es ist ein Punkt genug. We shall avenge Kalantha. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir wenigstens noch unsere Anführerfähigkeit. Und können uns noch die Wiedergänger rausziehen. Was ganz gut wäre für die Ratten halt auch.
Da er keinen Zauber spielt, weiß ich nicht, ob er irgendeinen Angriff hat. Okay, Adalia ist schon mal ganz gut. Voimir gefällt mir auch noch. Ronwit brauche ich nicht. Ich brauche was Besseres. Nicht dich? Ja. Falibor, blutiger Baron, immer noch im Deck drin. Aber es ist trotzdem keine verkehrte Hand gerade. Ich meine, Carinthia ist auch raus. Wenn er wirklich Ratten spielt, kann ich ihm die Ratten noch wegnehmen mit meinen Wiedergängern. Ich kriege eine ganze Menge Wiedergänger aufs Feld. 3 Stück. Plus Balliste kann schwächen und Voimir bereitet dann einen Endpush vor. My great granddaughter will do great things. Liste kann ich leider nicht aus dem Deck rausholen, weil die habe ich schon raus. Das heißt, wirklich das einzige Ziel ist gerade der Wiedergänger. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn er irgendwas ausspielt, was konsumiert. Baguette oder so. Weil ich habe nicht genug Schaden. Ich habe noch 2 Schüsse, Voimir boostet auf 9 Punkte, ein Oswald oder sonstiges, Ratten oder so würden finishen. Leicht. Moderhaut. Okay, dann machen wir es mal sogar so. Kriegen noch einen weiteren, auch wenn ich 4 Schaden kassiere. Töte natürlich einen. Okay, hat aufgegeben. 15 Punkte, hat anscheinend nichts mehr. Es war ein Todeswunsch-Deck. Okay, es war einfach nur ein komisches, normales Todesmundsteck. Das hätte aber echt knapp werden können, aber ja, ich glaube, das Deck braucht wirklich mehr Thinning und wir brauchen einen offensiven Purifier. Weil Verteidiger, wir sind ein sehr aggressives Deck, wenn Verteidiger gespielt wird, haben wir auch keine Möglichkeit, am Verteidiger vorbeizukommen. Und das ist ein Riesenproblem. Gerade wenn du sowas wie die Wiedergänger spielst und der Verteidiger kontert dich einfach komplett aus. Und die sind momentan häufig gesehen. Können. The North shall tuck tail and beg for mercy. Squire Tail ist echt happig. Vielleicht bringe ich auch keinen Squire Tail so. Es will halt einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Squire Tail? Also ja, ich will. Also Harmonie läuft halt, aber ich will keine Harmonie bringen. Weil das alle bringen? Ja, weil es halt einfach das stärkste Deck ist und ich finde es halt auch irgendwie langweilig. Haben Doppelgift. Ich kann dich da verstehen. Ich spiele auch nicht so gerne Decks, die halt sau gut sind, weil du dann irgendwie, wenn es halt die besten Decks sind. Lockdown ist nur gut, wenn du es wirklich gegen ein Deck spielen kannst. Bei uns kann man relativ gut blockieren, aber dann musst du halt auch Lockdown auf Red Coin spielen und dann, ja, auch so mal die Frage, ob er die perfekte Hand hatte, so, oder ob er da gut gezogen hat, ne? Aber ich finde Nilfgaard gar nicht mal so schlimm. Also, das ist ja das Sinn der Fraktion, aber es gibt weitaus Schlimmeres, sage ich mal. Es gibt weitaus Schlimmeres als nur Nilfgaard. Gegner trifft eine Entscheidung, Albrecht. I live to serve. I live to serve. Has anyone seen me parrot? Also es ist halt so klar, du verlierst, also wenn der Gegner wirklich so mit Lockdown, dann Maskenball auf der Hand, dann gewinnt er auf Even, weil er auch noch Maral und Vincent so alles auf der Hand hat, in der ersten Runde ausspielt. Du nicht genug gemacht hast, dann hast du noch einen Kartenvorteil und dann in der letzten Runde zieht er nochmal den Maskenball raus, weil er sowieso schon alle Goldkarten auf der Hand hat. Klar, das sieht dann halt ein bisschen doof aus bei Lockdown, aber mein Gott, das ist halt. The Vemorla has have particular tastes. Ja. Your next move shall be your last! Also damals haben Nilfgaard alle mal ausgelacht, Kids. Nichts ist schlimmer als Nerfgaard. Ach, es gibt in der Vergangenheit, wurde sich immer so häufig über alles Mögliche aufgeregt und zwar immer das Tier 1 Deck. Schon allein letzte Season mit Geheimversteck, dass sich da jeder so drüber beömmelt hat. Davor war es Harmonie.
Früher war es Genichora mit den Monstern. Das ist immer so, dass ein Deck, was momentan ganz gut ist, oder eine Fraktion, die ist immer die schlimmste. Und das geht jede Season so. Das ist ein ewiger Kreislauf. Was benutzt ihr alles in der ersten Runde? Enough! Let us finish this! Ich meine. Render today! Vizima tomorrow! Will er unbedingt so mit dem. Er liegt jetzt schon 20 Punkte vorne, da komme ich doch nie und nimmer hinterher. Früher war das tatsächlich nicht so, Emil. Früher war Nilfgaard die schlechteste Fraktion, die gar nicht gesehen wurde. Und da hat sich auch niemand über diese Fraktion dann aufgeregt. Dass die halt so kacke war. Wie gesagt, damals hat jeder Nilfgaard ausgelacht. Immer das Tier 1 Deck, was nicht Harmonie Echo ist, wird gemobbt. Harmonie wurde auch schon gemobbt, Not. Also Harmonie wurde auch schon gemobbt. Squirtail allgemein ist halt seit langem eine sehr gute Fraktion, dauerhaft, ne? Und auch eine Fraktion, die kaum neutrale Karten spielt, sondern eher Fraktionskarten. Und alle wünschen sich das halt auch für ihre Fraktion. Ja! Ja! Ja, ja. Okay, was habe ich noch für eine Taktikkarte? Ich habe noch das Wasser, was ich mit Faith rausholen kann. Ja, im Allgemeinen eine sehr starke Hand. Die Frage ist, was ich jetzt hier ausspielen will zum Anfang. Ich könnte meinen Zwerg opfern. Ich könnte einen Falken opfern. Könnte immer noch mit Melena verschieben. Würde dann trotzdem noch die Harmonie kriegen und dann Endeval rausholen. Aber noch die Triade fehlen. Ich denke auch nicht, dass ich Wasser in der Runde opfern will. Es sei denn, der will jetzt wirklich pushen. Aber es sieht mir ja nicht nach einem Push aus. Also benutze ich einen Zwerg. Right! Come on! Who's first? Das war ganz am Anfang. Danach, das wurde halt genervt und danach war Nilfgaard lange nicht mehr so wirklich gesehen, ne? Aber das war der Anfang. Ja, da gab es noch eine Menge, Möglichkeiten. Aber dann war auch Ende. Gelände. Und das war halt am Anfang, war das halt ein sehr starkes Deck, aber es war auch ein sehr RNG-lastiges Deck, weil du halt immer so random aufgedeckt hast, ne? Nilfgaard ist schon ein bisschen geil, ja. Nilfgaard ist schon ein bisschen geil. Ja, als die Spione noch hatten, also, da war Nilfgaard wirklich richtig schlimm. Never had your kneecaps broken! Ich will, dass er noch eine weitere Dreier ausspielt. Mashed potatoes with thick gravy. Okay. Das ist jetzt aber ein Shiro, der sich lohnt. Wir nehmen ihm 9 Punkte weg. Echt? Hast du das nochmal nachgerechnet? Und nehmen ihm sogar 2 Engines weg. Die Frage ist jetzt, ob ich die Division noch wegschießen sollte. Ich denke ja. Einfach, weil die sich sonst hochbuffen würde. Ja, 9 Punkte Shiro und 2 Engines halt weggenommen. Also 2 Soldaten, ne? Bist jetzt stolz auf dich? Ja, bin ich. Ich kann auch mal sagen, ich bin manchmal stolz auf mich. Kann ich auch sagen. Jack, nein. Nein. Hast du ihn gehört, ja? Ja. Die nein. Jack. Er antwortet heute gar nicht so viel. Fighting me is like snogging a hedgehog's ass. Willst du dieses Season? Ah, ich weiß es noch nicht, Not. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir gucken. Also, ja, ich denke aber, Squirtail werde ich dann nicht nochmal hochspielen. Maral. Worauf ich heute stolz bin. He who knows too much dies too soon. Ich meine, wir kriegen nur einen Elfen, ne? Was ganz toll ist. Aber ich denke ich sogar. Ich bin heute stolz auf mich, dass ich es in den Stream geschafft habe. Ich auch. Freiheit Sparley! Ich bin jeden Tag auf Blooded One. Ich bin auch stolz auf dich, dass du es in den Stream geschafft hast. Komm, gestern musste ich noch dir den Korb vorbeibringen. Ja, ich weiß. Aber wie gesagt, wenn du halt die Zeit nicht hast, dann hast du die Zeit nicht. Da kann ja auch nichts ändern.
Kann ich ja nicht sagen, nee, du musst jetzt aber erscheinen. Na, gestern habe ich es halt nicht hinbekommen. Okay. War das so schwer? Naja, weil ich es halt gestern nicht geschafft habe. Gestern war ich halt nach der Arbeit noch schnell bei Philipp, habe den Katzenkorb wieder abgegeben für Ceres, weil wir nicht wussten, ob Philipp... heute vielleicht sogar schon zum Tierarzt muss. Genau. Und deswegen war das gestern alles ein bisschen stressig. Ich lasse es, ich kann mich nur bricken. Ich kann mich nur bricken. Brickety brick brick. Nilfgaard ist toll, außer Maskenball. Ich meine, wäre bevorzugt Maskenball-Deck ein Soldatendeck. Na, Maskenball mit Soldaten, das ist halt momentan so die Meta, ne? As order! An art fiend! Ja, und dann streame ich ja derzeit nicht von zu Hause aus. Das heißt, ich muss halt alles ein bisschen umstrukturieren. Ich habe gerade außerdem die falsche Karte ausgespielt. Ich wollte eigentlich nicht... Du solltest heute einfach nicht mehr Gwent spielen. Erst egal. Ich wollte eigentlich nicht die Waldläuferin aus dem Deck holen, weil jetzt haben wir unsere Harmonie mit dem Zwerg verpasst. Ich wollte eigentlich die Waldflüsterin ausspielen, aber ich habe mich gerade verklickt. Egal. Lass uns einfach Terraria spielen. Will Terraria? No passage. The wilds shall reclaim your fields. Ich heb mir mal den Schuss auf, wir haben immer noch den Endeber. Die ich auch langsam mal ins Feld werfen sollte. Ach, er klaut sich sogar eine von ihr auf. Men are best kept on a short lead. Men are best kept on the short lead. Hast du es gehört, was Tvias gesagt hat? Nein, Philipp. Ich muss dir echt Sound geben. Men are best kept on a short lead. Ich habe heute den Monster Burger Truck vom Lego gebaut. Darüber freue ich mich immer noch. Brumm, brumm. Du oder Chat? Nee. Der Chat. Ach so, Eric Stoner, ja. Ich nicht. Soldaten zu spielen fühlt sich doch besser als irgendwelche A-Dingen zu spielen. Ich war arbeiten, als ob ich Zeit habe mit Lego. Daisies stand tall. Der Dwarf. Also echt mal wieder Zeit nehmen sollte. Possible? Ich sollte übrigens wahrscheinlich, aber meine Anführerfähigkeit kann ich auch noch anders benutzen. Ich sollte wahrscheinlich echt mal. Ach, da ist der Maskball sogar. True pleasures come. Ist das eine politische Aussage? Okay, die Sache ist, sie hat nur auch einen Adling, ne? Das Ding ist auch, was ich ganz gerne machen wollen würde. Ich würde ganz gerne den Spheres anschießen. Ich würde mir das hier rausholen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich würde ganz gerne noch... Hat er Winston schon? Winston war erste Runde, oder? Ja, der hat aber auch erste Runde extrem Gas gegeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Burning! Hat der Durstling damals zwar jetzt noch einen weiteren Buff gegeben, aber mein Gott. Selbst wenn er jetzt zwei Spione ausspielt, ich kann mit Melania immer noch aus dem Midi-Bereich rausschieben und meine Eiche nutzen. Meine Eiche gibt mir noch zwei weitere Punkte. Roderick kann ich halt rausschieben, wenn er Melena kaputt macht, dann ist da Melena noch in der Reihe mit drin. Ah, er kriegt sogar den Endeber und der bringt ihm überhaupt nichts. Er kann nichts mehr tun. Nichts. Nichts. Hey, Bella. Drinking can be hazardous to your health. Hey, hey. Bella, 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 hey, Bella, hey, Bella, hey, Bella, Bella, hey. Wie war dein Tag? The continent will quake beneath Nilfgaardian hoof. Hast du das nicht gefragt? Weil ich wusste, dass dein Tag gut war. Woher? Weil wir schon geschrieben haben. Vielleicht wurde ich überfallen. Wann haben wir denn geschrieben? Ja, heute Nachmittag. Ich hab dir... Soll ich den... Deswegen wusstest du... Ja. Deswegen wusstest du, dass ich einen guten Tag hatte. Weißt du, warum ich wusste, dass du einen guten Tag hattest? Warum? Weil du mir angeboten hast, dass, wenn ich was brauche, ich mich bei dir melden soll. Und das heißt... Das mache ich immer, wenn es dir nicht gut geht. Das heißt, dass du einen guten Tag hattest, weil wenn du einen schlechten gehabt hättest, dann hättest du gesagt, ich hätte heute auch einen scheiß Tag. Nee, nicht bei sowas. Und das weißt du. Aber du hattest einen guten Tag. Naja, ging so. Ja, siehst du. Also, besser als meiner, oder? Ja, definitiv. Interesting. Could be material for a ballad, that.